Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wo liegt das Glück heute am 22. August 2017? Wen beschenkt Fortuna im heutigen Tag? Und vor allem, in welchem Lebensbereich ist dieses Glück? Das sind gerade die Jungfraugeborenen, besonders die Jungfraugeborenen, die am 25., 26. und 27. August Geburtstags haben. Ein bisschen Glück bekommen auch die Stiergeborenen und auch die Steinbockgeborenen. In welchem Lebensbereich liegt das Glück? Das ist das Selbstbewusstsein, das Auftreten. Endlich sind die Jungfraugeborenen Glück. Sie strahlen etwas aus und sie werden auch wahrgenommen. Und da bekommen Lob und Anerkennung. Viele Jungfraugeborenen verändern sich gerade ihren äußeren Erscheinungsbild. Neue Frisur oder ein neues Kleid. Aber sie können gerade ihren Körper auch in Form zu bringen, wie zum Beispiel abnehmen. Also da haben sie Glück, weil sie haben ein tolles Auftreten, eine tolle Ausstrahlung und auch ein selbstbewussten Auftreten. Wo sollen die Jungfraugeborenen achten? Das Glück ist zwar da, aber immer wieder gibt es Hindernisse oder Lernaufgaben. Die Jungfraugeborenen sollen die Nachrichten oder die Sprache etwas zurückhalten, lieber abwarten, diese Nachricht kommt. Also das ist unterwegs. Und die Jungfraugeborenen sollen nicht so viel erzählen, besonders was ihren Gefühlen betrifft. Und sie sollen im inneren Gleichgewicht bleiben, also selbstsicher sein und die Ruhe bewahren. Das hilft auch, weil das zeigt Stärke nach außen. Und da liegt gerade die Glück. Was noch näher bei den Jungfraugeborenen, entweder eine Reise oder eine Botschaft von Ausland. Wenn jemand Interesse hat, ihren Glückstage zu berechnen und auch in welchem Lebensbereich ist es, worauf sollen wir achten, wo liegen die Hindernisse, wie kann man das überwinden oder verbessern. Da begleite ich euch gerne. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Und das war meine heutige Glücksenergie. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.